Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Pokémon Showdown Audio Match. Heute gegen Hadouken. Wieder mal mit dem Mega Altaria Team und er bringt mit Voltenso, Mamute, Gengar, Demeteros, Tesurio und Azumarill. So, ich hatte schon mal im Team in dem Video gesagt, ich mache mir wenig Sorgen um Voltenso, da wir Rotom Heat haben. Machen wir aber umso mehr Sorgen um Azumarill. Muss ich aufpassen, Freunde, das wird gefährlich. Ich würde trotzdem halt sagen, ich werde hier mit Chirox leaden. Denn Chirox ist gegen das meiste ziemlich safe. So, und er fängt mit seinem Mamoswine an. Jetzt ist die Sache, er könnte drinbleiben und die Tarnsteine rausholen. Würde aber, glaube ich, nicht tun. Ich denke, ich gehe einfach auf Kehrtwende. Er holt die Tarnsteine raus. Okay, schade. First Time Prediction hat nicht funktioniert. Aber ist okay. Ist absolut okay, denn jetzt kann ich einfach in solchen Praias gehen und einfach mal auf... ich weiß nicht. Ich hätte erst ganz gerne die Tarnsteine weg. Ich hätte vielleicht lieber erstmal direkt auf Bullet Punch gehen sollen. Na egal, ich gehe erstmal in Praias. Und hau einfach ein Choice Bags. Choice Bags. Ice Beam oder Surfer? Dark Pulse. Würde er in Tesurio wechseln? Ich glaube ja, dass er in sein Azumarill switcht. Ich gehe mal auf Extra Sensory, einfach um dem Ding so viel Schaden wie möglich zu machen. Er geht auf Ice Shard. Okay, er lässt sein Mamoswine also schon down gehen. Ist okay. Auf Wiedersehen, Mamute. Da ist Landorus T, das Ding ist sowieso gescarft. Ich weiß es doch jetzt schon. Deswegen gehe ich in mein Dumbo, um die Kehrtwende gut tanken zu können. Leider geht unsere Sturdy hier kaputt. Ist aber auch egal. Er bekommt Boilenhelm-Schaden. 16% ist echt nicht wenig, muss man sagen. Boilenhelm ist echt ein sehr unterschätztes Item. Und ich trinke mal einen Schluck. Azumarill. Der Fred. Schlicht und ergreifend der Fred. So. Ich erwarte die Kaskade. Ich muss die Tarnsteine irgendwie wegkriegen. Das könnte echt ein Problem werden. Kaskade wird höchstwahrscheinlich kommen. Ich werde schon fast gezwungen sein, Wölkchen zu opfern, ne? Ich tue mir ja beinahe leid. Wölkchen. Play Rough. Oh Gott. Okay. Wölkchen hat bis jetzt noch nichts getan. Herrlich. Okay, ich nehme mal an, dass er Choice Bandit ist. Das werden wir jetzt herausfinden, indem wir in Chirox wechseln und einfach auf Kehrtwende gehen. Denn so haben wir das Momentum wieder auf unserer Seite. U-Turn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt drin bleibt. Es wäre so krass, wenn er jetzt drin bleibt. Ich würde wieder ein Pokémon direkt verlieren. Okay, er wechselt raus. Gut. Landorus T ist da. Gut, goodbye sag ich schon. Genau. So, das Ding ist ja wie gesagt höchstwahrscheinlich gescarft. Gescarft. So, und ich werde nicht auf Rapid Spin gehen, denn ich erwarte jetzt gleich, dass Gengar reinkommt, deswegen gehe ich erst auf meine eigenen Tarnsteine, obwohl die würden sein Team gar nicht so hart treffen. Oder ich gehe mal direkt auf Ice Shard. Geht er auf Kehrtwende? Nachdem er den Boilenhelm gesehen hat, wahrscheinlich eher nicht, ne? Egal, ich gehe trotzdem auf Ice Shard. Ich kann nicht auf Rapid Spin gehen. Oder soll ich es tun? Ne, er lässt sein... Er hat prediktet, dass ich auf Rapid Spin oder auf Tarnsteine gehe. Er lässt sein Demeteros hier down gehen, Freunde. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut, obwohl Demeteros halt jetzt nicht so der Threat gegen mein Team war. Problem ist, jetzt kann er höchstwahrscheinlich wieder Azumarill reinholen. Bin gespannt. Bin mir ziemlich sicher, dass er Choice Bandit ist mit seinem Azumarill. Er wechselt aber auch selten raus, habe ich so das Gefühl. So bei ganz offensichtlichen Sachen wechselt er manchmal nicht raus. Halt Ice Shard gerade oder als ich aber seinen Mamutel angegriffen habe. Wobei er bei Quajutsu halt wahrscheinlich nicht wusste, was... Er wollte wahrscheinlich erstmal wissen, was ich für ein Quajutsu bin. Und dachte sich vielleicht, dass Mamutel hier nicht so viel machen kann, womit er eigentlich auch recht hatte. Aber mal sehen, was er jetzt wechselt. Er braucht gerade ein bisschen. Azumarill. Oh Mann. Wer ist denn schneller? Azumarill oder... Donphan. Donphan hat eine Base von 50 und Azumarill, glaube ich, ist glaube ich genauso langsam, ne? Ja, die haben beide die gleiche Base Speed. Wer ich jetzt? Warum bleibe ich? Genau, das hätte ich machen sollen. Warum bin ich nicht in Init investiert, wie ich beim Teambuilding Video noch erst vorhatte? Ha. Rotom brauche ich noch. Rotom brauche ich noch gegen das Voltenso. Chirox könnte ich gegen Gengar echt gut gebrauchen. Donphan brauche ich aber auch noch gegen Tesurio.
Mein eigenes Gengar ist tatsächlich das, was ich am wenigsten machen kann. Aber das jetzt nur für einen Safe-Switch zu machen? Ich glaube nicht, dass er jetzt auf Kaskade geht. Vielleicht geht er wieder auf... Vielleicht geht er auch wieder auf Knuddler. Soll ich einen Rapid Spin wagen? Was wären die Folgen, wenn ich jetzt down gehe? Ich würde meinen Hardcounter gegen Cesurio verlieren, könnte das aber noch einigermaßen mit Easy Bake machen. Xerox hätte ich noch, das kann gut Schaden drücken. Ich probiere es. Rapid Spin. Aqua Jet. Okay, Aqua Jet ist okay. Das heißt, tschüss Tarnsteine. Tarnsteine haben mich nämlich jetzt sehr eingeschränkt, vor allem. Das ist gut. Und ich glaube, dass er Choice Band ist. Darum... Ich würde noch einen Aqua Jet überleben, ne? Ich würde gerne meine eigenen Tarnsteine rausholen. Aber ich wechsle raus in mein eigenes Shedox, würde ich sogar sagen. Und dann kann ich wieder auf Catman gehen. Oder ich spam Bullet Punch, weil es so obvious ist, dass ich rauswechsle. Bin gespannt, was er macht. Er geht auf Belly Drum, er ist nicht Choice Bandit. Okay, aber Shirox ist schneller als Azumarill. Das bedeutet Bullet Punch, ich hoffe, das reicht. Mit Choice Band. Es könnte knapp werden, Freunde. Boah, wäre ich jetzt auf Erdbeben gegangen, wäre das so krass gewesen, ne? Hätte ich Donphan draufgehen lassen. Aber egal. Freunde. Das Azumarill kriegen wir down. Ich habe noch meinen Fokuskop, wie gesagt, aber brauchen wir nicht. Azumarill geht down. Das ist wunderbar. Das ist absolut wunderbar. Es wird gerade im Chat gefragt, ob das der letzte Kampf ist. Nein, es kommt ja noch einer, wie ihr wisst. Und ich schreibe gut, dass ich das per Zufall entscheide. Manectric, Freunde. Und da haben wir unseren schönen Mega-Voltenso-Konter dabei. Nämlich unser liebes Rotom. So, was kommt? Volt Switch oder Flammenwurf direkt? Overheat. Okay. Tanken wir. Kein Thema. Gut. Gehen wir auf Hitzekoller. Wieder auf Volt Switch, ist okay. Ich hätte nochmal auf Voltwechsel eigentlich gehen können, ne? Aber egal, ich wollte jetzt einfach mal Damage stehlen. Geht auf Gengar. Wenn es einen Fokus gut hat, ist der jetzt kaputt. Und wir können nochmal auf Volt Switch gehen, weil egal was er im Move hat, der kann uns nicht one-hitten. Ich glaube es nicht. Und jetzt ganz plötzlich Choice Backs in Power Stein. Destiny Bond. Oh Gott. Wir überleben. Gott sei Dank, Alter. Gott sei Dank. Aber okay. Warte, wenn ich jetzt in Quajutsu gehe, kann ich einfach Surfer spammen, ne? Destiny-Bot müsste dann aufhören. Destiny-Bot müsste dann aufhören, sagte ich. Ich glaube, das hört dann auf. Ich gehe jetzt einfach auf Surfer. Seht ihr, Surfer ist gar nicht so schlecht auf dem Teil, finde ich. Wasserattacken auf Quajutsu finde ich gar nicht so übel. Tschüss, tschüss, Gengar. So, ich... Hä? Wieso? Warte mal. Wieso hat das denn... Das verstehe ich nicht. Wieso hält der Destiny... Also ich brauchte Quajutsu jetzt nicht, aber... Wieso hält der Destiny Bond so lange? Er geht auf Abgangsbond, ich gehe auf Voltwechsel, dann ist die Runde doch wieder vorbei. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich gehe noch mal in Ryuk. Why not? Ich hätte eigentlich auch direkt in Rotom gehen können, ne? Egal, gehen wir auf Fokusstoß, Freunde. Wenn wir treffen, wäre das jetzt wunderbar. Bitte triff, Gengar. Sei ein Schatz und treff. Ja! One it! Cesurio geht down, Freunde. Cesurio geht down. Und da ist Manectric. Das letzte Pokémon. Wir gehen auf Schlammwoge, ist der stärkste Move, den wir gerade haben. Er geht auf T-Bolt. Keine Para. Wow. So, und ich würde... Wie bei der GBL, Freunde. Ich will das 4:0 haben. T-Bolt, kein Ding. Und wir können es mit einem Hitzekoller ausnocken. Gehen nochmal auf T-Bolt. Und Good Boy, Voltenso. Freunde, das war ein cooler Kampf, muss ich sagen. GG auf jeden Fall. Ich finde, das Team funktioniert deutlich besser. Also man merkt richtig den Unterschied zwischen diesem Team und den Teams davor. Er hätte vielleicht... Also ich weiß nicht, er hat manchmal seine Pokémon blöd rausgewechselt, wie ich finde. Denn, also nicht blöd, aber er hat Demeteros und Mamuttle ja einfach so geopfert. Ich frage mich nur, ob es ihm was gebracht hätte, sich die aufzusparen.
ist schwierig zu sagen. Azure wäre auf jeden Fall ein Problem geworden, wäre er auf Kaskade gegangen im ersten Zug. Also gegen Donphan. Dann hätte er vielleicht, glaube ich, noch gewonnen. So Gott sei Dank nicht. Und ja, Freunde, das war's mit heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut raus. Ciao!